Also schön, euch alle mal zu sehen. Ja, freue ich mich, einen Vortrag hier für euch zu halten. Damit möchte ich direkt in das Thema eintauchen, nämlich Sales. Wer von euch hat, bevor er bei Baulig gekauft hat, irgendwie so einen komischen Frame in Bezug auf Sales gehabt? Wer von euch hätte geglaubt, dass Sales komplett systematisierfähig ist? Ja, sehr geil. Also im Grunde genommen eigentlich nur zwei Mann. Und so wie wir halt eben Sales komplett systematisiert haben, haben wir auch jedes einzelne der Events systematisiert. Man trainiert viele Sachen auch im Sales mit ganz vielen Kleinigkeiten des alltäglichen Lebens. Wer von euch hat so eine Trainingsroutine? Genau dasselbe passiert eigentlich auch im Sales. Im Grunde genommen ist sein Prozess immer wieder derselbe, den er immer wieder gleich ausführt. Und selbst für so hochpsychologisch komplexe Themen wie Vertrieb kann man etwas komplett systematisieren. Und das war eigentlich auch so ja, die initiale Zündung, weswegen ich gesagt habe, ich möchte gerne, dass wenn wir Verkäufe erzielen, natürlich auch mit der Vision von Andreas und Markus, das komplett systematisierfähig machen. Das erste Mal, also ich möchte euch so ein bisschen die Geschichte erzählen hinter Sales, wie das alles so entstanden ist bei uns. Ne? Vielleicht ist es ganz interessant, das einfach mal zu wissen, weil einige von euch, oder ich frage mal so rum, wer von euch kennt uns aus dem Jahr 2016, 2017? Das ist so geisteskrank, ne? Das ist richtig crazy. Dezember 2016 haben wir angefangen mit dem Verkaufen. Natürlich noch nicht systematisiert, aber 2016 haben wir begonnen. 2017 gab es dann so das erste Jahr, wo wir voll Vertrieb gemacht haben. Ne? Hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber das ist spannend, weil mir helfen viel diese alten Geschichten, das nicht zu vergessen, was wir gemacht haben, um bis hier hinzukommen. Und deswegen will ich diese alten Geschichten auch in diesen Vorträgen immer wieder neu erzählen, dass ihr wisst, was euch praktisch auch erwartet und was ihr selber auch kreieren könnt. Weil das ist jetzt das Resultat, was ihr gesehen habt. Oder das Resultat ist ab dem Moment, wo ihr uns kennengelernt habt. Aber die harte Arbeit am Anfang, die habt ihr halt auch noch nicht gesehen. Deswegen will ich davon was erzählen. Also, wer von euch kennt Tomopurin? Kopfschmerztabletten? Also das erste Mal so, dass man wirklich darüber überlegt hat, dass man Sales komplett systematisieren kann, war eigentlich so in Verbindung mit Tomopurin. Tomopurin löst Kopfschmerzen. Ist eine Kopfschmerztablette, ähnlich wie Aspirin. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, es gibt einen hochkomplexen biochemischen Vorgang in eurer Birne, der zu Kopfschmerzen führt. So. Dann gab es irgendwann mal jemanden, der war clever genug, der hat das herausgefunden, woran das liegt. Dann gab es einen zweiten, der war noch cleverer, der hat die Lösung dafür gefunden. Und dann gab es jemanden, der war noch ein bisschen cleverer, das war in dem Fall Sanofi Aventis, und die haben das systematisierfähig angeboten. Die schaffen es, einen Prozess, der hochkomplex, biochemisch in eurem Kopf abläuft, komplett systematisierfähig, so aufzustellen, dass im Grunde genommen jeder mit an diesem Prozess arbeiten kann, zur Produktion dieses Produktes, was die Kopfschmerzen löst. Multimilliardenkonzern. Wenn das geht, geht auch Vertrieb. Also für alle die, die am Anfang so diesen Gedanken haben, als Verkäufer muss man geboren werden, das ist Quatsch. Das ist kompletter Quatsch. Nochmal, Sanofi Aventis hat es geschafft, Kopfschmerzen zu lösen mit Tomopurin. Ich glaube, die sind von Sanofi. Auf jeden Fall, und das zu replizieren, tagtäglich, immer wieder, aufs Neue. Ne? Und diese Vision stand praktisch hinter unserem Vertriebsprozess, dass wir den halt eben auch systematisieren wollten. Natürlich kannst du nicht das, was so ein Verkäufer so perfekt alles kann, komplett auf jemanden replizieren. Aber wir können Teilaufgaben abbilden. Und so schafft halt jeder einzelne dieser Teilaufgaben ein Teilergebnis. Und jedes einzelne dieser Teilergebnisse führt dazu, dass halt eben das Gesamtergebnis erreicht wird. Okay? Jetzt haben wir bei uns im Vertriebsprozess praktisch gelernt, ja, dass wir nicht mit jedem Kunden arbeiten können. Allein von der fachlichen Expertise her. Ich habe damals immer so plump das Beispiel genommen, habe gesagt, hey, pass auf, wenn du ein Marathon-Coaching zu verkaufen hast, dann kannst du halt niemanden nehmen, der im Krieg irgendwie sein Bein verloren hat, weil der hat nur ein Bein. Der kann den Marathon nicht hüpfen. So haben wir halt angefangen, die Leute zu qualifizieren und zu schauen, hey, passt dieserjenige überhaupt zu uns? Mit dem, was wir anbieten? Mit dem, was der Kunde anbietet? Die Ergebnisse, die der Kunde erzielen kann, etc. So ist das Qualifizieren entstanden. Nachdem wir einen qualifizierten Termin aber hatten, mussten wir halt eben den Vertriebsprozess systematisieren, wie wir halt eben das Closing richtig durchführen. Im nächsten Schritt gab es dann das Follow-up, was wir systematisiert haben. Im darauffolgenden Schritt den Upsell. Und dadurch haben wir praktisch den Prozess, den ein Top-Verkäufer, wie ich es meiner Meinung nach halt war, so systematisiert, dass ganz viele Leute an diesem Prozess mitwirken können und wir halt eben wirklich diese Ergebnisse erreichen können. Damit möchte ich euch einfach sagen, zum Verkäufer wird man nicht geboren. Man trainiert das an. Okay? Das ist die Grundgeschichte, die wir so hatten.
Wir haben einen Vertriebsprozess begonnen zu verkaufen. Ich konnte gut verkaufen, der Markus konnte gut Online-Marketing. Ich hatte gar keine Ahnung von Online-Marketing. Aber in der Kombination, Markus und ich, waren wir unschlagbar. Weil er hat das ganze technische Verständnis mitgebracht, er hat den gesamten Marketing-Aspekt verstanden und ich konnte halt eben sehr, sehr gut überzeugen, hatte das richtige Mindset, bin in die Einwandbehandlung gegangen, habe mich nicht geschämt, wirklich so richtig tief zu bohren, um herauszufinden, was das Problem der Leute ist. Daraus ist resultiert, dass wir eigentlich einen Kunden im Grunde genommen auf mehreren Ebenen abholen müssen, damit ein Kunde kauft. Wir haben herausgefunden, dass der Kunde als allererstes mal dem Verkäufer vertrauen muss. Das ist immer so die erste Instanz gewesen. Könnt ihr euch riechen? Ne? So im Volksmund. Die zweite Instanz ist gewesen, dass wir da hingegangen sind und gesagt haben, vertraut denn der Kunde dem Unternehmen an sich? Der nächste Aspekt war, dass wir gesehen haben, dass der Kunde dem Produkt vertrauen muss, dass dieses Produkt auch perfekt zu ihm passt. Und der letzte Aspekt ist gewesen, dass wir da hingegangen sind und gesagt haben, so, was ist die letzte Würze? Die letzte Würze war sehr schwierig herauszufinden, weil wir das praktisch nur über die Einwandbehandlung gemacht haben. Der häufigste Einwand war, dass die Leute einfach nicht gesehen haben, dass sie das für sich selber realisieren können. Es ist super einfach für die Menschen zu sehen, dass jemand anderes es kann, aber es ist super schwierig für die Menschen zu sehen, dass sie selber es können. Und das ist eigentlich so die größte Hürde, die man im Vertriebsprozess hat, vor allem, wenn man Coachings macht. Wenn man eine Dienstleistung macht, dann können sie halt eben viel Informationen abgeben und die Agentur führt praktische Dienstleistungen aus, deswegen können sie an diese Ergebnisse glauben. Aber vor allen Dingen im Coaching-Segment ist das die größte Hürde. Das waren unsere ersten 4 Hürden. Mit diesen 4 Hürden konnte ich aber immer noch niemandem beibringen, wie man richtig verkauft. Es war unheimlich schwierig, das auf jemand anderen zu projizieren. Weil während ich zum Beispiel ein super aufgedrehter Typ bin und gar kein Problem damit habe, irgendwie nach vorne zu gehen, also auch konfrontationsfähig bin und, ist der Markus ein komplett anderer Typ. Komplett ruhig gewesen, introvertiert gewesen, mehr zugehört. Wie projiziert man auf so einen Menschen praktisch einen Vertriebsprozess? Ich bin da hingegangen und habe im Grunde genommen fast 1500 Gespräche geführt mit Markus, in denen wir immer wieder eine ähnliche Story erzählt haben, um zu sehen, wie die Resonanz der Menschen gerade ist. Das heißt, wir waren super aufmerksam in den Verkaufsgesprächen und ich habe jede einzelne Mikrobewegung und Mikromimik von dem Kunden wahrgenommen, ob er das gerade positiv aufgenommen hat oder negativ aufgenommen hat. Und damit haben wir erstmal so aus den ersten 4 Stufen 8 Stufen gebaut, die dazugekommen sind, nämlich eine gute Einleitung, eine gute Vorstellung des Unternehmens, Rezession zu dem Unternehmen, das Produkt, Rezession zum Produkt, den Kunden und Rezession zum Kunden. Das waren so die ersten 8 Bausteine. Mit der Zeit habe ich aber dann gemerkt, dass dem Kunden immer noch Informationen gefehlt haben. Es kam ein neuer Baustein dazu, zum Beispiel der Entscheider-Frame, den ich damals viel genutzt habe. Dann gab es die Einwandbehandlung, die wir nach wie vor genauso coachen wie damals. Und so wurden es immer mehr Bausteine. Als ich dann die grobe Struktur praktisch hatte, das war wie so, der Andreas vergleicht das immer mit so einem Film, ich glaube The Beautiful Mind ist das, wo jemand einfach an die Tafel geht und irgendwas darunter kritzelt. Ich bin einfach aufgestanden und habe 3 Stunden lang alle meine Gedanken, die ich gerade hatte, in einzelne Bausteine gefertigt. Diese Bausteine, das waren 14 an der Zahl, auf einem Whiteboard von, keine Ahnung, ich glaube 3,5 Meter Länge und ein bisschen mehr als 1,20 Meter Breite, komplett niedergeschrieben und habe zu jedem einzelnen dieser Bausteine, die ich da hatte, meine Textpassage hinzugefügt und habe sie immer wieder getestet, ob sie im Sales-Prozess gut funktionieren oder nicht. Und damit haben wir praktisch einen Prozess entwickelt, der super präzise war. Von dem Erstkontakt, den der Kunde mit der Werbeanzeige bei uns hat, über einen hochpräzisen Prozess der Qualifizierung, über einen hochpräzisen Prozess des Verkaufsgespräches und natürlich dann des Onboarding, des Coachings etc. Und das ist das, was ihr im Grunde genommen für euch für den Anfang mitnehmen müsst. Das Skript muss zu euch als Person passen. Die Marke Baulig passt sehr gut zu mir, weil ich diese Marke mitkreiert habe. Ich bin dreist, ich bin arrogant, ich bin laut. Ich bin sehr direkt, wie schon gesagt, konfrontationsfähig, ein roter Persönlichkeitstyp. Und das ist im Grunde auch das, womit die Marke Baulig praktisch in Verbindung gebracht wird, weil ich praktisch der Kontakt bin, der das erste Mal ein Gesicht dieses Unternehmens nach außen spiegelt.
Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wie eure Marke wahrgenommen werden sollte. Wer von euch kennt den Begriff Huspe? Ich wurde mal so genannt. Huspe, eine Mischung aus zielgerichteter und intelligenter Unverschämtheit. Wer stimmt zu? Zum Beibaulig. Einer charmanten Penetranz und einer unwiderstehlichen Dreistigkeit. Ihr könnt euch eigentlich ruhig alle melden, es gibt keinen Ärger dafür. Auf jeden Fall ist das die Marke, wie sie praktisch repräsentiert wird. Und sie wurde repräsentiert, weil ich praktisch das erste Gesicht war mit der Marke, die Leute in Verbindung gemacht haben über diese Zoom-Calls. Deswegen ist das wirklich extrem wichtig, dass ihr euch Gedanken darüber macht, wie werdet ihr wahrgenommen, wie wollt ihr wahrgenommen werden, wie seid ihr tatsächlich authentisch, welche Passagen passen in euer Skript, welche Passagen will euer Kunde gerne auch von euch hören und erwartet sie einfach von euch. Das ist erstmal so zu der Grundlagentheorie, die wir brauchen, wenn wir so diese Skripte angehen, den Vertriebsprozess angehen etc. Mit der Zeit kommen natürlich dann auch ganz viele Erfahrungen und sowas wie die Einwandbehandlung, dass man Vorwände eigentlich schon vorweg schon sehen kann etc. Aber das ist das, was wir als Grundgerüst brauchen, um komplett systematisierfähig Verkäufe zu erzielen. Ja? Wenn wir weitergehen und in diesen Vertriebsprozess praktisch eintauchen wollen und lernen wollen, praktisch in Prozessen zu arbeiten, dann möchte ich euch ein sehr, sehr cooles Tool einfach mitgeben, das ihr nutzen könnt, wenn ihr gerade alleine seid, aber vor allen Dingen auch, wenn ihr so die ersten 1-2 Leute im Sales Team habt. Wer von euch hat hier 1-2 Leute schon dabei? Das Leute, jawohl. Ich habe am Anfang sehr intensiv mit so einem Board of Shame gearbeitet. Klingt richtig drastisch, ist aber ein sehr, sehr cooles Werkzeug. Ich bin mit diesem Board of Shame praktisch hingegangen und habe wie so eine Art Whiteboard einfach ins Büro gestellt. Dieses Board of Shame war nur dafür da, um alle Fehler aufzuschreiben, sodass sie alle sehen können. Ich bin da hingegangen, habe den Fehler definiert und habe einen Wert des Fehlers definiert. Kleines Beispiel, ein Termin ist ausgefallen, weil ich eine Mail nicht gelesen habe. Dieser Termin konnte nicht schnell wiederbelegt werden. Sagen wir hatten damals einfach einen Terminwert von 8.000 Euro. Ist schon ein bisschen was her. Dann hat der Fehler einfach 8.000 Euro gekostet. Und als ich gemerkt habe, dass es den Leuten unangenehm war, über diese Fehler wirklich tatsächlich zu sprechen, weil keiner irgendwie der Buhmann sein will, bin ich aufgestanden und habe den ersten Fehler selber hingeschrieben, also meinen eigenen. Und habe praktisch jeden einzelnen Mitarbeiter dafür instruiert und habe gesagt, schau mal, diesen Fehler habe ich heute gemacht. Dieser Fehler hat das Unternehmen Summe X gekostet. Bitte alle Mann einmal ein Häkchen dahinter setzen, dass ihr versteht, dass dieser Fehler nicht mehr stattfinden darf. Wenn er einmal passiert, ist es absolut gar kein Problem. Erst wenn er mehrmals passiert, wird das zum Problem. Dadurch, dass die Leute halt ja im Grunde genommen dieses Board genutzt haben und jeden Fehler aufgeschrieben haben, ich habe eine Mail zum Beispiel nicht gelesen oder ich habe jemanden nicht hinterher telefoniert oder, haben wir fast alle Fehler im Sales-Prozess praktisch komplett eliminiert. Das mal so als kleiner Exkurs, das Board of Shame solltet ihr euch auf jeden Fall merken, ist ein sehr, sehr geiles Werkzeug, vor allem um die Fehler zu eliminieren, wenn man gerade so im Vertrieb ist mit kleinen Teams. Ihr guckt jetzt vermutlich alle hier hoch, ne? Bauli Consulting, riesengroß, geiles Gebäude, coole Typen, viel Geld, geile Autos, geile Ergebnisse, geile Testimonials etc. Aber ich will euch vielleicht noch eine Sache sagen, die vielleicht für euch ganz wichtig ist. Ich schaue auch runter zu euch, weil ich gerade weiß, in welcher Phase so ihr seid und wie geil diese Phase ist. Wie geil diese Lernkurven sind, wie geil diese tägliche Motivation ist, wie geil dieses geile Arbeiten am Anfang ist. Wie geil es ist, so Tests durchzuführen, etc. Bei uns passieren keine Fehler mehr. Kaffee geht aus. Also der Fehler, der passieren kann, der schnell erledigt wird. Weißt du? Oder meine Windschutzscheibe ist heute gerissen. So. Das ist das, was an Spannung passieren kann. Aber gerade in dieser Anfangsphase ist es mega geil. Gibt es jemanden, der jetzt irgendeine Frage hat? Wie löse ich den Einwand im Verkaufsgespräch, wenn ich merke, dass der Kunde oder die Kundin sich selber nicht vertraut? Denn ich habe sehr, sehr oft, vor allem im Bereich Social Media Marketing, dass halt meine Interessenten gekauft haben, irgendwo anders mal, komplett verbrannt wurden, nicht mal einen Cent Return of Invest hatten und jetzt sich selber nicht mehr vertrauen, eine gute Entscheidung treffen zu können. Weil ich hatte zum Beispiel jetzt einen Fall, das hatte ich schon mehrere Male, dass denen schon komplette Case Studies gezeigt wurden zu genau deren Branchen und es hat einfach nicht funktioniert, mehrmals. Wie löse ich so einen Einwand? Ich versuch das mal so leicht zu erklären, was aber vermutlich echt kompliziert ist. Also, stellt euch einfach mal vor, das ist jetzt der Kopf eines Menschen. So, nicht so schön, ne? Aber es geht in dieselbe Richtung.
So, wenn wir das Ganze so trennen in zwei Bereiche, dann haben wir hier so das Bewusstsein. Und hier unten haben wir das Unterbewusstsein, okay? Hier sind so ganz viele Erfahrungen, ne? Die der Mensch irgendwo hat. Und hier oben gibt es die 12 Einwände, die man so üblicherweise kennt. Ne, zu teuer, das hat nicht funktioniert oder dies, das oder jenes. In irgendeiner Art und Weise hat diese Person irgendeine Erfahrung gemacht in diesem Unternehmen und in diesem Prozess und wie auch immer. Kommuniziert dir aber aus dem Bewusstsein heraus das Ding, ja, das hat schon mal, ich habe das schon mal probiert, das hat nicht geklappt und die haben mir auch Case Studies gezeigt und bla 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 bla. Irgendeinen Rotz erzählen sie dir. Das hängt damit zusammen, entweder, dass sie dir nicht vertrauen, viel eher hängt das aber auch damit zusammen, dass die Leute nicht eine eigene Einwandbehandlung machen können. Keine Ahnung, Andreas und ich diskutieren, wir setzen uns dahin, fangen an zu diskutieren und ich und er können genau sagen, was unser Einwand ist. Wir verlieren gar keine Zeit beim Diskutieren. Weil ich sage, pass auf, ich möchte das nicht aus dem und dem Grund, denn mein Einwand ist das, handle es. So, wenn es handelt, sage ich, okay, gekauft, Punkt. Und die Leute können das halt einfach nicht. Deswegen kommunizieren sie meistens irgendwas aus dem Bewusstsein. Meine Idee wäre es gewesen, zu sagen, okay, schau mal, du hast ein Testimonial gezeigt bekommen, du hast eine Referenz bekommen und dann würde ich jetzt einfach ein bisschen tiefer eintauchen. Gab es denn Unauffälligkeiten oder gab es irgendwas, was dich direkt stutzig gemacht hat in dieser Situation, als du damals die Referenzen gezeigt bekommen hast und als du die Case Studies gezeigt bekommen hast? Ja oder nee? Okay, gab es irgendwas, wo du sagen würdest, das hat in der Zusammenarbeit dazu geführt, dass du keine guten Ergebnisse hattest? Boah, nee. Okay, hast du Hilfestellung bekommen in Bezug auf das? Das heißt, wir klappern erstmal ganz breit ab, gucken, wo wir praktisch hingehen wollen, bis diese Person eine Mikromimik sagt, ja, oder halt so, ne, irgendwie so irgendein Zeichen halt gibt. Und dann fangen wir an, richtig tief ins Unterbewusstsein zu tauchen. Sobald wir im Unterbewusstsein sind, gibt es halt einfach verschiedenste Möglichkeiten. Also verschiedenste, von bis, schlag mich tot. Ich benutze immer das Beispiel, dass meine Frau zu mir gesagt hat, also ein Mann gesagt hat, der konnte nicht kaufen, weil der schon mal so ein Coaching gekauft hat, das hat keine guten Ergebnisse geliefert, deswegen mussten die den Urlaub absagen, weil sie das Geld dann dafür nicht mehr hatten. Aber da musst du erstmal hinkommen. Verstehst du? Und dann fangen wir an, einfach ein bisschen tiefer zu graben. Es gibt viele, viele Sachen, die du oder die dich persönlich davon unterscheiden, die du einfach mit den Leuten herausarbeiten musst, was für sie wichtig ist. Es gibt zig Mitbewunderer von uns. Warum hast du bei uns gekauft? Ich fand deine Geschichte geil. Ja, siehst du, das heißt, du hast mich gekauft. Ja. So, bist du selber Türke? Ja. So, willst du auch so eine geile Geschichte aufbauen? Damit kannst du dich eher identifizieren. Ja. Find beim Kunden heraus, was das ist, weswegen sie zu dir kommen. Weil merkt euch eine Sache, ne? Keiner kauft, was der braucht. Die konsumieren alle, was sie sein wollen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Spruch. Was gibst du deinem Kunden zum Konsumieren, damit er sagt, Jackpot? Kleines Beispiel. Einfach mal so in Richtung Einwandbehandlung, ne? In welche Richtung das gehen kann. Schau, du hast bisher bei größeren Agenturen gekauft. Ich bin eine kleinere Agentur. Hier kannst du dir sicher sein, dass du eine viel individuellere Dienstleistung bekommst. Ich kümmere mich um jeden einzelnen Kunden einzeln. Als Beispiel. Du kannst mich, keine Ahnung, um 11 Uhr nachts anrufen und kannst sagen, hey, in welche Richtung geht das Ganze? Ne? Aber also, verstehst du, du erarbeitest ein Image beim Kunden, dass der Kunde sagt, ja. Okay, das heißt also, so wie ich jetzt meine Quintessenz aus dem Ganzen rausziehe, ist einfach, ich gucke, was ihm davor nicht gepasst hat. Genau. Weshalb er denkt, was es nicht ganz gedacht, breit. Ganz breit, also wirklich so. Und dann gehe ich erst in die Kleinigkeiten. Mhm. Und danach gehe ich dann ins Detail rein, wenn ich merke, okay, hey, da hat er ein bisschen mehr drauf regelt als auf die anderen Sachen. Und dann gehe ich da rein, weil wenn er zum Beispiel zu mir sagt, ja, ich hatte auch Testimonial zu dem Bereich von der anderen Agentur. Ja, hast du denn schon mal mit dem Testimonial gesprochen von denen? Oder hast du es nur gezeigt bekommen? Mhm. Also soll ich das erstmal abklappern oder soll ich schon direkt bei der ersten Sache direkt reingehen? Ich klappe es doch erstmal ab, oder? Ja, genau. Okay. Ich dachte nur, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ey, ich habe schon Testimonial gesehen und wenn du dann merkst, dass er anders reagiert, dann sagen wir, hast du schon mal mit dem Testimonial gesprochen? Ja, verstehe. Oder wurde das nur gezeigt? Nee, das wurde mir nur gezeigt. Ah, okay, guck mal, unsere Testimonials sprechen sogar dafür. Verstehst du? Ja, verstehe ich, macht Sinn. So, dass man halt einfach ein anderes Detail ausarbeitet. Gibt es irgendwie eine Rückfrage dazu? Wie schafft man das zu systematisieren?
Du hast ja gerade am Anfang gesprochen. Am Anfang kannst du das nicht so systematisieren. Ihr seid gerade so in dieser Phase, wo ihr viele Erfahrungen einfach sammeln müsst. Da musst du halt einfach vieles erfragen. Also wir können natürlich da hingehen, können sagen, hey, pass auf, wir haben jetzt in unserer Branche gemerkt, wir haben jetzt zum Beispiel 200 Gespräche geführt von einer bestimmten Zielgruppe. Wenn die Zielgruppe das sagt, deutet es tendenziell darauf hin. Verstehst du? Wie lange habt ihr dafür gebraucht, um das zu erarbeiten? Ich habe 1500 Gespräche geführt, Mann. 1500 Verkaufsgespräche geführt, bis ich ein Skript erarbeitet habe. Und wie hast du darauf dann iteriert? Du hast einen Punkt wieder erreicht. Ja. Wie hast du es weiter verbessert? Wieder nur auf den Daten von weiteren Konversationen. Was waren deine Anhaltspunkte, sage ich mal, dass du sagst, ah, ich gehe jetzt da mehr rein und da mehr rein. Waren es einfach wieder neue Probleme, die aufgekommen sind oder noch irgendwas anderes? Also oder eigene Intuitionen? Wie hast du das? Es ist eine Mischung am Anfang daraus. Weil, schau mal, am Anfang haben wir auch einfach viel weniger Leads gehabt. Je mehr Abschlüsse ich gemacht habe, dass es funktioniert hat, also das war mein Ergebnis. Ich mache Abschlüsse. Und ein Teil ist halt Intuition. Du wirst auch halt immer besser. Was halt wichtig ist, wenn man Prozesse aufbaut, dass man immer auch nur eine einzige Sache verändert, sonst kann man das Ergebnis nicht messen. Leute neigen halt dazu, viel zu viele Sachen gleichzeitig zu verändern. Gibt es weitere Fragen? Ja, ich habe eine. Und zwar Akquisiteur einstellen. Wie würdest du ihn bezahlen? Fixgehalt. Nur fix, also ja, kein Variable. Klar. Ich habe immer gedacht, variabel. Nee. Was sind so die Hintergründe, dass du sagst, fix? Kann ich dir genau erklären. Wir haben... Wenn wir jetzt über den Vertriebsprozess sprechen, ne, dann habe ich gerade eben gesagt, dass wir im Grunde genommen, also wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Wir können jetzt den ausgebildeten Vollblutvertriebler haben, der einfach richtig Bock hat. So, ne, so ein Talent, sagen wir jetzt einfach mal so, Lionel Messi. Wir können aber auch natürlich den Cristiano Ronaldo im Vertrieb haben. So, ne, der super durchtrainiert ist, etc. Wenn ich die Wahl habe, wähle ich immer Cristiano Ronaldo, immer. Aus einem einfachen Grund, weil ich mehr Cristiano Ronaldo durch dasselbe Training, durch dieselbe Attitude etc. einfach erziehen kann. So ein Messi finde ich nicht nochmal. So, das bedeutet, wir haben im Grunde genommen den Vertrieb, der hochkomplex ist, psychologisch ist, mit Emotionen verbunden ist und, den haben wir super einfach und super stumpf systematisiert. Wir haben erste Stufe Opener, okay? Dann haben wir Setter. Dann haben wir Closer. Dann haben wir, keine Ahnung, Follow-up. Dann haben wir Upsell. So haben wir halt eben verschiedene Bausteine, die jemand praktisch bei uns durchlaufen kann, bis er an einen bestimmten Punkt kommt. So. Wenn wir jetzt jemanden nehmen, beispielsweise Kaltakquisiteur, der steigt ein mit X plus, ne? Dann haben wir das Problem, dass dieser Kaltakquisiteur tendenziell vielleicht sogar nur die Leads anruft, auf die er Bock hat und die Leads, von denen er denkt, dass er eher mit denen Ergebnisse erzielen kann. Was ich haben möchte, ist, ich möchte, dass jemand weiß, dass ab dieser Stufe hier, wenn jemand bei mir ist, echt Geld verdient. Damit er sich das aber verdient, muss er erstmal in dieser Stufe bleiben. Ich möchte, dass diese Person, die in dieser Stufe ist, versteht, dass es eine Rolle ist, wie ein Theaterstück. Diese Rolle hat einen einzigen Baustein, den sie nonstop abarbeitet und ich möchte, dass sie eine Ausführungskraft ist. Die soll so lange eine Ausführungskraft sein, bis sie diese Rolle kotzen kann. Weil erst dann wird sie zu einer guten Führungskraft für diese Rolle. Also eine gute Führungskraft ist nicht so etwas Emotionales und jemand hat so Leadership-Qualitäten und kann die Leute motivieren. Eine gute Führungskraft in meinen Gedanken ist jemand, der eine Tätigkeit so gut ausführen kann, dass diese Tätigkeit komplett systematisierfähig immer wieder gleich abläuft. Das bedeutet, eine Führungskraft entsteht aus einer Ausführungskraft. Okay, Punkt 1. Hier findet eine Schulung statt mit, hey, das und das kostet ein Lead, das und das und das musst du liefern, das und das kostet, keine Ahnung, das Büro. Also ich habe am Anfang immer so Selbstverständlichkeitsgespräche geführt mit den Leuten, ne? Mache ich heute immer noch, dass ich ihnen sage, schau mal, wir haben jetzt hier Kosten fürs Office, ich weiß gar nicht, wie viele Leute turnen jetzt hier gerade bei diesem Event rum von uns, Dennis? 10, 12, 12 Mitarbeiter, die hier gerade rumturnen, Verpflegung, dies, das, jenes, das sind alles Kosten, die tatsächlich für dieses Event entstehen. Selbst die Parkplätze, die wir mieten, damit ihr alle einen Parkplatz habt und nicht mehr hier unten parken müsst. Ja. Das sind alles Themen, die super relevant sind, die gezahlt werden. So, wenn ich jetzt überlege, wie viele Kosten wir eigentlich so jeden Monat haben, dann müsste man das auf jeden einzelnen Call projizieren und sagen, jeder einzelne Call muss mindestens diese Kosten erfüllen, damit wir Geld verdient haben. Und dadurch hat er praktisch eine einzige Aufgabe. Er versteht einen einzigen Gedanken, kann mit einem einzigen Ergebnis praktisch gleichgestellt werden und kann auf dieses Ergebnis hinarbeiten. Weil wenn ich ihm sagen müsste, du musst die Kosten reproduzieren, sagen wir 10.000 Euro,
dann konzentrierst du dich nur auf die Closings, vielleicht gar nicht mehr auf das Setting, vielleicht gar nicht mehr auf das Opening. Deswegen unterbricht dieser Prozess irgendwo. Eine Tätigkeit, eine Rolle. Hast du diese Rolle gut gemeistert? Bist eine gute Ausführungskraft gewesen? Hast den Prozess dahinter verstanden? Bist mental so weit, dass du auch mit einem Menschen normal reden kannst, ihm erzählen kannst, wie diese Rolle funktioniert? Dann gibt es den Switch. Das heißt, dein Prozess wird von hier geisteskrank schwer, unheimlich anstrengend, viele Neins, Ablehnung, harte Arbeit, was weiß ich alles, leichter. Weil hier hast du auf einmal nur noch die Settings, die Leute, die potenziell interessant sein können. Das heißt, du hast praktisch die Möhre vor deinen Augen, die nächste Stufe zu erreichen. Und das möglichst zügig durch gute Ergebnisse. Um die nächste Stufe zu erreichen, wo es vielleicht noch ein bisschen angenehmer sein kann, nämlich, du hast einen qualifizierten Termin. Das heißt, bei mir musst du das richtig verdienen. Oder ich sage jetzt die ganze Zeit bei mir, ne? Ich rede jetzt natürlich von Baulig, ne? Andreas, Markus, ich, so, also ne? von uns rein. Aber das sind unsere drei Schritte. Das heißt, du kommst erst hier rein ins Verdienen, wenn du vorher Dreck gefressen hast. Wir hatten auf jeden Fall eine Phase gehabt, wo ich von weniger Geld gelebt habe. Aber durch diese Kacke musste ich gehen. Ich bin jeden Tag im Zug zur Arbeit gefahren, habe von morgens bis abends da gesessen. Und ich möchte, dass jemand einfach, wenn er durch diesen Prozess geht, wirklich durch diesen Prozess geht, komplett alles mitgeht, was wir auch gemacht haben. Wir haben auch klein angefangen, wir haben hart telefoniert, wir hatten am Anfang auch nicht, keine Ahnung, diese Räumlichkeiten, diese, keine Ahnung, dieses Marketing, dieses Branding und. Verdienen wir den Prozess. Verdienst du den Prozess, kommst du in die nächste Stufe. Kommst du in die nächste Stufe, hast am Ende des Tages die Möglichkeit, richtig gutes Geld zu verdienen. Und das ist der Punkt. Okay? Mehr das Commitment, Loyalität, Moral, Werte dagegen, okay? Ja, danke. Ja. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar zum Thema Mindset bei der Einwandbehandlung. Ja. Weil umso länger das geht, umso mehr Fragen ich dann quasi letztendlich dann auch stelle, um das Richtige im Unterbewusstsein dann zu finden, desto nervöser werde ich dann selbst. Ja. Und das sorgt dann irgendwie dafür, dass die Leute dann irgendwie dann irgendwann auch wieder rauslassen. So. Ja, aber warum wirst du nervös? Die sind dann unfassbar genervt quasi, wenn sie sagen, ich habe sie doch schon gesagt, das ist das. Und ich frage so als weiter rein quasi, und die dann irgendwie halt voll... Also ich merke halt, dass dann diese, so wie man ist warm geworden im Gespräch, alles lief super, und dann entfremdet man sich quasi dann wieder so. Also das ist absolut gar kein Problem, dass du dich so in der Einwandbehandlung von den Leuten entfremdest. Das ist absolut kein Problem, weil du bist nicht da, um Kunden, auch um Freunde zu sammeln, sondern du bist dafür da, um Ergebnisse zu erzielen, für dich und für deine Kunden. Punkt. So. Das ist jetzt ein sehr, sehr cooles Beispiel. Die Frage, die er gestellt hat, die kenne ich aus dem Erfahrungsschatz. Tendenziell ist es so, dass er vermutlich immer wieder dieselbe Frage stellt, und der Kunde deswegen immer wieder dieselbe Antwort gibt und die Frage ganz minimal nur abweicht, ne? Und deswegen auch die Antworten nur ganz minimal abweichen und die sich dann anfangen im Kreis zu drehen. Und dass es dann einfach keinen Progress mehr gibt. Die meisten Leute neigen dazu zum Beispiel zu sagen, was ist denn los? Wo drückt denn der Schuh? Da ist doch noch was. Nee, da ist nichts. Nee, da ist doch noch was. Nee, wirklich nicht. Ich muss nur darüber nachdenken. Aber was beschäftigt dich denn? Ja, nix. Ja, ich muss darüber nachdenken. Verstehst du? Das heißt, es gibt immer wieder eine ähnliche Art und Weise von Fragen, ohne einen anderen Blickwinkel, was dazu führt, dass der Kunde immer wieder eine ähnliche Antwort gibt, ohne einen anderen Blickwinkel. Verstehst du? Vermutlich musst du einfach mal weitere Fragen zu diesem Thema stellen. Ja, mache ich auch. Also ich trainiere auch oft Einwandbehandlung hier mit Teilnehmern auch aus dem Training beispielsweise. Das ist mal kein Problem, da ich alles durch quasi. Mhm. Aber das dann auch so in der Praxis dann umzusetzen, da scheitert es dann irgendwie immer dran. Also im Training habe ich damit überhaupt kein Problem, weil ich weiß, ich habe ja eh nichts zu verlieren. Aber im Gespräch denke ich so, ja, ich habe ja jetzt, wir haben ja jetzt nicht hunderte von Anfragen im Monat so. Da habe ich natürlich, will ich natürlich auch irgendwie als Kunden gewinnen, ist ja ganz klar, sonst würde ich das Gespräch ja nicht führen. Also bist du einfach nie die. Ja, ich will ihn als Kunden natürlich gewinnen, ist klar. Ja, also man müsste sich mal so diesen Einzelfall anschauen, was der Kunde konkret sagt. Ne? Gib mir mal so ein Beispiel. Was fällt dir ein vom letzten Kunden, was er so gesagt hat, wo du einfach nicht mehr weiter wusstest? Ja, es sind eigentlich immer so ähnliche Sachen halt. Also hier, ja, ich weiß nicht, ob ich das Investor quasi, also er traut sich nicht zu, zum Beispiel jetzt über mehrere Monate zusammenzuarbeiten, wenn ich zum Beispiel nicht weiß, hier macht das überhaupt Sinn. Also er traut sich selbst oft zum Beispiel auch nicht zu. Ja, aber was tust du dafür, um dieses Gefühl bei ihm zu kreieren? Zeigst du Referenzen als Beispiel? Ja, klar. Okay. Erzählst, wie viele Kunden ihr gesammelt habt. Also verkaufst du das Unternehmen an sich.
oder das Produkt an sich. Ja. Wie so eine Art Hero-Story. Ja. Das heißt, wie das Produkt entstanden ist, wie ihr dazu gekommen seid, welche Kunden ihr gerade dabei habt. Okay, gut. Ja. Das heißt, diese Grundlage ist eigentlich dafür schon gegeben. Kann es sein, dass sie schlecht qualifiziert? Dass die Leute das Geld nicht haben? Also wie viel Umsatz macht der Typ? Das variiert, also ja, also es variiert eigentlich komplett immer. Kann es sein, dass ein Setup-Fehler ist anstatt der Einwandbehandlung? Weil es kann auch sein, bei der Einwandbehandlung müsst ihr halt ganz vorsichtig sein, genau hinhören. Es kann sein, dass jemand sagt, es ist zu teuer und das kann ein Setup-Fehler sein, weil er das Geld einfach gerade nicht hat. Es kann aber auch sein, dass es halt in die Einwandbehandlung gehen muss, weil er sich halt nicht zutraut, das Investment zu tätigen. Deswegen frage ich halt, wie viel Geld der ungefähr macht. Also so gehe ich praktisch her. Das heißt, ich habe den Call, der Call ist abgelaufen und dann ist dieser Einwand entstanden. Was könnte dafür sprechen, dass es ein Setup-Fehler ist? Was könnte dafür sprechen, dass es halt eine fehlende Einwandbehandlung ist oder eine schlechte Einwandbehandlung ist? Und häufig ist es schwieriger, jemanden zu setten und die wahren Zahlen und die wahren Gegebenheiten in seinem Business herauszufinden, als den wahren Einwand. Ja, also weil zum Beispiel bei Events, wenn das jetzt Leads von Events sind oder so, ist gar kein Problem. Aber wenn die jetzt zum Beispiel aus dem Cold Calling dann quasi kommen, da ist eigentlich auch immer wirklich so dieses Problem. Weil mit Leuten von Events, mit dem sowieso immer schon gut gesprochen, dass man irgendwie offener miteinander. Aber es kann gut sein, dass es dann halt im Setting so ein Fehler ist, weil die... Pass auf, das Ding ist halt, wenn man so auf Branchen-Events geht, ist es ja so, das Setting mittlerweile so... Jeder kennt das Setting so, verstehst du? Die wissen halt, dass man sich setten lässt und dass man halt settet, weißt du? Deswegen reden die Leute vielleicht auch einfach ehrlich über Zahlen. Es kann sein, dass ihr ein Problem damit habt, die richtigen Zahlen herauszufinden im Setting, wenn jemand über die Kaltakquise kommt, weil er zum Beispiel sagt, nee, Mann, meinen Umsatz verrate ich nicht. Oder, ja, ich mache siebenstellig. Verstehst du? Dass die Antworten so ein bisschen plumper sind und ihr euch damit praktisch abfrühstücken lasst und deswegen dann im Setting mehr Schwierigkeiten hinten heraus habt. Was würdest du für Tipps geben, dass man es irgendwie hinkriegt, dass die Leute ehrlicher sind irgendwie? Naja, guck mal, du musst im Setting, egal wie unangenehm eine Frage ist, einfach nur vorbereiten. Es ist ja nicht so, dass du irgendwie mit der Tür ins Haus fällst. Du könntest zum Beispiel, wenn es um diese Geldthematiken geht, über diese Budgetverwaltung, über diese Budgetthematiken geht, ne? Könntest du hier hingehen, könntest sagen, hey, wie ist dein finanzieller Status gerade aktuell? Ja, der ist ganz gut. Okay. Was sagst du, wie viel Umsatz macht ihr gerade aktuell? Okay. Was für einen Gewinn habt ihr oder welche Ziele habt ihr für die nächsten 6 Monate? Ah, okay, spannend. Was bist du bereit für diese Ziele zu investieren? Verstehst du? Dass du halt einfach diese Budgetfrage oder diese Kernfrage des Entscheiders halt einfach vorbereitest. Ja, aber oft kommen dann zum Beispiel die Antworten echt, so kommen Antworten, die man, also ich krieg so, also ich krieg's wirklich so selten hin, sage ich ganz ehrlich, dass die Leute sagen, ja, so und so viel könnte ich jetzt direkt investieren. Mhm. Meistens sagen, ja, ich habe keine Ahnung, was es kostet. Keine Ahnung. Ja, aber gibst du denn eine Zahl vor und sagst, ey, pass auf, in der Regel solltest du das mitbringen. Ja. Bereitest du die Frage so vor, wie ich das gerade gemacht habe, oder? Ja, also ich frage jetzt nicht direkt als zweite Frage, was kannst du jetzt investieren? Also klar, so langsam anfangen, einfache Fragen, dann immer tiefer so in das Thema dann auch reingehen mit den Zahlen und dann am Ende... Das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Die Frage war so, wie ich das gerade gesagt habe. Bereitest du das so vor? War das dein finanzieller Status? Wie viel Umsatz macht ihr gerade aktuell? Was sind deine 6 bis 12 Monatsziele? Wie viel Budget bist du bereit, für diese Ziele zu investieren? Kannst du X investieren, ja oder nein? Häufig ist es halt so, dass die Leute mit der Tür ins Haus fallen. Also du kannst nicht jemanden, oder es ist halt schwierig, jemanden kalt anzurufen, um ihn direkt in der zweiten Frage nach dem Budget zu fragen. Es kann auch einfach sein, dass ihr eine falsche Einschätzung von Geld habt. Nur weil jemand zum Beispiel 1 Million macht, heißt das nicht, dass der zwangsläufig das Geld für alles hat, weil Misswirtschaft, keine Ahnung, Rezessionsmarkt oder was weiß ich was, keine Ahnung, hohe Kosten, die einfach mit diesem Umsatz verbunden sind. Da müsste man einfach mal so ein klares Bild bekommen, wer die konkrete Zielgruppe ist, um dann so ein bisschen tiefer einzutauchen. Ja, ja, also ich frage das wirklich, also die einzige Frage, die ich nicht stelle, ist halt, dass ich als erstes frage, was ist dein finanzieller Status? Das frage ich jetzt nicht, sonst frage ich die schon so die Fragen, wie es auch im Skript halt letztendlich steht. Und dann kriege ich die Antwort, also ich bin immer der Fünfer dann sagt, ja, so und so viel müsstest du investieren. Das ist normal, das ist nicht so schlimm. Okay. Weil die Leute haben kein Verständnis dafür, wie viel Geld sie dafür ungefähr ausgeben müssen. Aber wir gehen dann praktisch hin und sagen, hey, das und das und das solltest du ungefähr einplanen. Was halt sehr, sehr wichtig ist, damit du am Ende des Tages, dieses Ergebnis, das du mir genannt hast, für die nächsten 6 bis 12 Monate auch wirklich erreichen kannst. Ja, dann danke ich dir. Und noch eine kurze Frage. Du hast jetzt gerade eben auch gesagt, muss ja im Unterbewusstsein die richtigen Fragen dann letztendlich auch stellen. Wie machst du es, dass du wirklich sagst, in welche Richtung diese Fragen dann auch gehen? Also schmeißt du es einfach rein oder hast du irgendwie so... Achtest du schon vorher im Gespräch irgendwie drauf, wo könntest du dann irgendwie gehen? Also ich höre im Grunde genommen jedes einzelne Detail zu. Also überall. Und ich merke mir auch so die Mikromimik, so worauf hat er reagiert, gab es irgendwas, worauf er angesprungen ist, wie auch immer.
Also ich bereite das wirklich so im Sales Call vor und wir fragen ja auch am Anfang schon, hey, was sind deine Schwächen im Business, was sind deine Herausforderungen? Da kriegst du ja schon viel Informationen einfach über den Kunden mit, die du dann wiederum dann nutzen kannst in der Einwandbehandlung. Aber es kann auch sein, dass es was komplett Intuitives ist, weil er gerade in diesem Moment genau auf diese Sache reagiert. Okay, ich verstehe. Mhm. Super, danke dir. Ja. Ich bin hiermit durch.